Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen und ich freue mich, dass auch wenn es draußen so schönes Wetter ist, so viele Leute dann doch da sind. Mein Name ist Ira Diethelm. Ich wurde schon vorgestellt, ich bin Professorin an der Universität Oldenburg für Informatik und vor allen Dingen für die Didaktik der Informatik dort. Das heißt, ich bin auch verantwortlich für sämtliche Lehramtsstudiengänge, die irgendwas mit Informatik zu tun haben. Neuerdings auch im Zusammenhang mit digitaler Bildung. Und mein Vortrag oder mein Input heute ist ein bisschen zweigeteilt, sozusagen Neues im Fach Informatik. Dazu gehört auch nochmal so ein bisschen Rekapitulation, wozu braucht man das eigentlich? Was ist eigentlich gerade in der Welt los, dass man jetzt auf einmal ein neues Schulfach braucht? Und was ist das überhaupt auf einmal? Es gibt einige Länder und Bundesländer, auf denen die das schon ewig machen. Die fragen sich immer, warum die anderen noch darüber diskutieren. Und da auf die Unterschiede werde ich natürlich aufzeigen und dann so im zweiten Teil dann natürlich, was IT to School damit zu tun hat und vor allen Dingen dazu beiträgt. Denn das ist etwas, ja, das ist schon mit Blick auf diese ganze Problematik natürlich entwickelt und wir freuen uns sehr, dass es immer noch so relevant ist oder die Relevanz jeden Tag irgendwie gefühlt zunimmt. So, was gibt es Neues in Fach Informatik? Hatte ich schon gesagt. Ich fange erstmal an damit, was überhaupt los ist in der Welt, wieso man das jetzt auf einmal braucht. Und da kann man natürlich einfach mal in die Zeitung gucken und stellt fest, es wird eine ganze Menge diskutiert und vor allen Dingen wird gerade ganz, ganz viel diskutiert über künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist eigentlich gar nichts Neues. Wir haben das schon seit 1950, hat Alan Turing darüber seinen ersten Artikel geschrieben, ob Maschinen eigentlich denken können. Und seither wabert das so immer mal wieder durch, auch vor allem durch Science Fiction, obwohl eigentlich ist Science Fiction KI natürlich viel älter als die echte KI. Also iRobot wäre so ein Buch, was man lesen kann oder auch mal eins. Ein Buchtipp, was ich immer gerne gebe, ist auch Die Maschine steht still von E.M. Forster, der auch Howards End zum Beispiel geschrieben hat. Also von 1909, da geht es auch schon um KI. Also was ist jetzt heute so anders, dass wir auf einmal da so ein Gewese drum machen? Na, zum Beispiel, wer es verfolgt hat, gerade in den Zeitungen und den sozialen Netzwerken geht das Gerücht um, dass es eine empfindungsfähige KI gäbe, nämlich Lambda von Google und der zuständige Ingenieur, der behauptet so ganz einiges, unter anderem, dass diese KI sich jetzt einen Anwalt genommen hätte, um seine oder ihre Rechte zu verteidigen. Solcherlei Dinge sind nicht erst jetzt unterwegs in den Zeitungen, sondern zum Beispiel 2017 gab es schon mal so einen Science-Fiction-Moment in den Gazetten, wo Facebook zwei KIs abgeschaltet hat, weil sie angefangen haben, sich in einer Sprache zu unterhalten, die Menschen nicht mehr verstehen. Und dann fragt man sich immer so ein bisschen so, wie geht denn das weiter? So Terminator, KI, Skynet, ist natürlich gar nicht so abwegig, wenn man diese Zeitung liest. Und was vor allen Dingen wir dann feststellen, ist, wir sind, weil die Breite der Gesellschaft ist in der Regel diesen Expertinnen und Experten, die damit arbeiten, die entwickeln, offenbar ausgeliefert. Elon Musk hat selber zu solchen Experten gehört. Er sagt, naja, KI ist übrigens die größte Gefahr, der unsere Zivilisation gegenübersteht. Und erst heute habe ich gelesen, dass der Google-Ingenieur der Ansicht ist, dass Lambda möglicherweise nichts Gutes im Schilde führt. Also es geht irgendwie weiter, sozusagen. Ich persönlich lese das alles eher mit so einem gewissen Unterhaltungswert. Und die Frage ist, was hat das alles mit Informatik zu tun? Oder wieso sollte Informatikunterricht jetzt in der Schule darauf eigentlich reagieren?
Ist aber sozusagen eigentlich gar nicht so neu. Sozusagen so größenwahnsinnige Menschen oder Maschinen gab es eigentlich schon eine ganze Weile. Unter anderem zum Beispiel hier ein Zitat von Horst Herold, der damals Chef des BKA war. Er sagte: Die Grenzenlosigkeit der Informationsverarbeitung wird es gestatten, das Individuum auf seinen gesamten Lebensweg zu begleiten, von den laufenden Momentaufnahmen, Glanzbilder, Profile seiner Persönlichkeit zu liefern, Lebensformen, Lebensäußerungen zu registrieren, zu beobachten, zu überwachen. Und so ohne die Gnade des Vergessens diese Daten ständig präsent zu halten. Also im Prinzip könnte man sagen, Horst Herold hat eigentlich Facebook erfunden, sozusagen so eine universelle Datenhaltung und sozusagen dieses Bedürfnis, an diese Daten ranzukommen. Das gibt es auch natürlich heutzutage immer wieder, sozusagen ein anderer Thread, den man auch lesen kann, ist alles rings um das Thema Chatkontrolle, was mal wieder in der EU diskutiert wird oder jedweder andere Diskussion, die mal wieder das Thema Vorratsdatenspeicherung auf den Plan wirft. Und da kann man sagen, das ist alles schon sehr alt. Vorratsdatenspeicherung in dem Sinne, nämlich Volkszählung, gab es früher ja auch schon, war auch schon in den 80ern mal ein Anlass, über Datenschutz und auch informatische Bildung nachzudenken. Rund um das erste Volkszählungsurteil von 83 hat ungefähr sozusagen bis 1987 die Bund-Länder-Kommission das dann eben auch zum Anlass genommen, über die informationstechnische Grundbildung nachzudenken und dort eben auch eigentlich schon längst zu beschließen oder beschlossen zu haben, dass ja eine gewisse Grundbildung alle Kinder erhalten sollen. Also Computer wird Pflicht, titelte der Spiegel. Und wenn man mal 35 Jahre später schaut in die Diskussion rund um den Upload-Filter, dann ist es wieder so ein Thema, was damals zumindest gerade unterwegs war, dann ist das eigentliche Besondere nicht, wie viel dafür, wie viel dagegen ist das vielleicht auch, aber das eigentliche Besondere ist, dass in dieser durchaus repräsentativen Umfrage die Mehrheit einfach gesagt hat, dass sie es nicht beurteilen kann. Das heißt, diese Urteilsfähigkeit, die eigentlich von uns mündigen Bürgern ja erwartet wird, weil wir ja eigentlich als Volksvertreter wählen und dann sollen die die entsprechenden richtigen Entscheidungen treffen. Aber wenn wir das nicht beurteilen können, können die das möglicherweise auch nicht. Und dann sind wir wieder abhängig von bestimmten Experten und das ist eigentlich nicht so schön. Oder in dem Zusammenhang muss man noch den Blick auf die Digitalisierung wie über Digitalisierung in den Medien geschrieben wird, natürlich auch einen Blick werfen. Wir haben nach wie vor, diese Folie ist schon ganz alt, aber ich habe eigentlich noch nie einen Anlass gesehen, sie zu verändern. Wir haben immer noch eine Fokussierung auf so einen Technikeinsatz. Wir diskutieren immer noch über Schulclouds, Tablets und WLAN. Vor und nach der Pandemie hat sich da relativ wenig drüber geändert. Nur der Konsens ist jetzt größer, dass wir das brauchen. Aber trotzdem findet weiterhin eine inhaltliche Reduktion statt auf diese oder jene Anwendung. Also im Moment wird gerade wieder MS Teams diskutiert, sozusagen, dass die Duldung davon ausläuft und was macht man denn nun? Also, oder es geht ums Programmieren und ähnliches. Wir finden immer wieder Verheißungsstrukturen, obwohl das erfreulicherweise ein bisschen abnimmt. Man hat irgendwie nicht mehr oder weniger diese Meldungen, wenn dieses Stück Technik in die Schule kommt, dann wird alles gut, sondern man hat begriffen, dass es eben ein Stück Technik nicht reicht, sondern dass man irgendwie, da fehlt noch was, aber was da genau fehlt, ist noch nicht so klar. Es wird aber immer mehr klar, dass es sich nicht um ein Stück Technik handelt, sondern eher um die Bildung selbst der Kinder, nämlich die informatische Bildung, denn diese Überschätzung der Digital Natives, die ja jahrzehntelang vor sich hergetragen wird, da merkt man so langsam, dass das tatsächlich nicht stimmt. Und man merkt es nicht nur in den wissenschaftlichen Studien, die das ja auch schon eigentlich immer belegt haben, wenn das mal einer untersucht hat, sondern es kommt auch in der öffentlichen Wahrnehmung, wird es weniger bemüht. Sozusagen der Glaube daran, der nimmt tatsächlich ab. Und es hat oft viel mit Glaube zu tun. Also man hat eben tatsächlich sozusagen öfter diese Lager Technikgläubigkeit und Verteufelungen. Und wenn das Ganze nicht funktioniert, dann ist meistens die Lehrkräfte schuld oder die Schule an sich. Manchmal jetzt auch noch sozusagen die öffentliche Verwaltung und alle, die irgendwie mit dem Digitalpakt zu tun haben, die könnte man noch in diese Liste aufnehmen. Und insgesamt eine hohe Emotionalität. Aber das Thema informatische Bildung kommt eigentlich nicht so häufig oder kam nicht so häufig vor. Es nimmt jetzt aber zu.
Und zwar, es nimmt deswegen auch zu, weil jetzt doch mehr und mehr Menschen auch begreifen, wozu jetzt eigentlich Bildung eigentlich da ist und dass es eigentlich keinen Unterschied macht, ob ich das digital mache oder nicht, sondern dass ich für eine digitale Welt die Kinder bilden muss. Und da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Die meisten Anwesenden sind ja irgendwie aus dem Bildungssystem, deswegen kann ich das natürlich auch ein bisschen kürzer fassen, ne? Wir gehen auf Kant zurück und es geht um die Mündigkeit, sich seines Verstandes ohne die Leitung eines anderen und natürlich auch ohne die Leitung einer Maschine einerseits und auch eben ohne die Leitung eines Experten, einer Expertin zur KI zum Beispiel zu bedienen. Richard Riley, damals Bildungsminister unter Clinton, hat das eigentlich ganz schön pragmatisch ausgedrückt. Er sagte, Bildung soll junge Menschen vorbereiten für Aufgaben, die noch nicht existieren, und Technologien zu benutzen, die noch nicht erfunden wurden, um Probleme zu lösen, die wir uns noch nicht vorstellen können. Und letzten Endes geht das Ganze zurück natürlich auf das Recht der freien Persönlichkeitsentfaltung, die ja die Grundlage ist für auch unser Bildungssystem. Denn unser Bildungssystem hat Allgemeinbildungsgrundsätze, die unter anderem sozusagen hier mal von Werner Heimann zusammengefasst sind, aber es gibt natürlich auch andere Quellen dafür. Wir haben immer so ein Lebensvorbereitungsargument, gesellschaftliche Teilhabe, Berufsfähigkeit, aber auch eine Stiftung kultureller Kohärenz. Das heißt, wir wollen unabhängig von Elternhaus und familiären Traditionen eine Tradierung von kulturellen Errungenschaften erreichen, sozusagen, dass allen alles offen steht und nicht nur das, was in der Familie gerade eben als gut angesehen wird. Wir haben eine gewisse Weltorientierung. Das meint, dass die Kinder und Jugendlichen Phänomene der Welt allgemein einordnen können sollen. Also auch natürlich Phänomene, die durch Informatik und informatische Systeme verursacht werden. Damit verbunden natürlich unmittelbar die Anleitung zum kritischen Vernunftgebrauch. Dann gibt es noch Verantwortungsbereitschaft, Kooperation und ganz wichtig auch die Stärkung des Schülerichs, dass die Schülerinnen und Schüler der Ansicht sind, sie sind eben tatsächlich in der Lage, dass sie selbst wirksam durch die Gegend, durch die Welt gehen und auch eben diese Welt mitgestalten können. Insofern alle möglichen Formulierungen, die in Richtung, dass man Technik benutzen kann, gehen eigentlich da zu kurz oder greifen zu kurz, weil es nicht nur darum geht, die gegebene Technik, die von irgendwelchen Menschen erfunden wurden, zu benutzen, sondern auch eben zu verstehen, also die Phänomene, die damit einhergehen, zu verstehen, zu beurteilen zu können und auch mitgestalten zu können. Und eben diese Bildung einer breiten Masse der Bevölkerung, die ist eben in diesem Sinne auch Grundvoraussetzung für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, deren Erhalt eben Teil des Bildungsauftrags ist. Und deswegen sozusagen gründet sich, dass Informatik auch in die Schule gehört. Und so steht es letzten Endes natürlich nicht, dass Informatik in die Schule gehört, aber sozusagen diese Grundauffassung, die findet sich in verschiedenen Textbausteinen immer wieder in den verschiedenen Schulgesetzen der Bundesländer. Ich habe jetzt hier mal nur eins mitgebracht, wo das eben auch, wie ich finde, ganz schön drinsteht. In Berlin zum Beispiel steht noch Technikfolgenabschätzung mit drin. Das haben wir hier in Niedersachsen nicht. Aber wichtig ist eigentlich immer so ein Satz wie hier unten: Die Schule hat den Schülerinnen und Schülern die dafür erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln. Und das ist ihr Auftrag. Das heißt, Schule kann gar nicht anders. Sie muss. Das habe ich auch diversen Kultusministerinnen und Kultusministern immer wieder erzählt. Und einige lächeln da erstmal ein bisschen müde und sagen, naja, sollen Sie mich mal verklagen. Aber letzten Endes ist es genau dieser Satz, an dem sich eben auch die Informatik begründet. Wenn man das alles durchführen, wenn man das erfüllen möchte, dann kommt man eigentlich an der Informatik nicht mehr vorbei. Deswegen, es gibt so verschiedene plakative ja, Aussprüche, sowas wie: If we don't learn to program, we risk being programmed ourselves, sagt der Rushkoff. Er sagt ja, natürlich kannst du auch an der digitalen Welt teilhaben, ohne dass du programmieren kannst, aber dann weißt du halt nicht, was los ist. Und kannst eben deine Meinung nicht selber bilden oder eben, man kann auch zurückgehen nach Thoreau sozusagen, wenn ich nicht weiß, worum es geht, dann kann ich mich eben nicht gegen den Staat oder gegen große Unternehmen oder wen auch immer man da bekämpfen möchte, dann erheben. Und es geht halt so weit, dass auch im Digital Education Action Plan der Europäischen Kommission, der jetzt neu letztes Jahr aufgelegt wurde von 2021 bis 2027, dass dort drei große Felder genannt werden, die eigentlich
alle mit Informatik zu tun haben. Also es gibt einen Block der Digital Literacy und Information Overload, sozusagen damit klarzukommen. Da kann man vielleicht noch sagen, jetzt ist wahrscheinlich eher auch Medienbildung. Aber ganz explizit ausgewiesen ist dann eben auch Computing Education, obwohl ich ganz am Ende noch, sozusagen kann ich jetzt auch schon erzählen, sozusagen, dass der Term, also der Begriff Computing Education wird in der Europäischen Kommission jetzt ausgetauscht zu Informatik oder in Informatics. Und der Bereich der datenintensiven Technologien, wie auch KI, ist dann der dritte Bereich. Das ist erstmal sozusagen die grobe Story, warum Informatik in die Schule gehört und eben auch nicht nur selbst allgemeinbildend ist, sondern ohne Informatik Schule eben diesen Allgemeinbildungsgedanken nicht mehr erfüllt. Und diese Mündigkeit, die dazu erforderlich ist, die kann man natürlich unterschiedlich feststellen. Also wenn ich, also es gab zum Beispiel schon eine Enquete-Kommission zu Internet und Gesellschaft, von 2011, die hat mehr oder weniger festgestellt, medienkompetent ist eben nicht, wer gelernt hat, mit gegebener Technik umzugehen, sondern kompetent ist, wer sich in neue Technik einarbeiten, sie beurteilen und mitgestalten kann. Das ist jetzt kein Originalzitat, sondern eine Umformulierung dessen, was da steht. Da gibt es eine Phrase, wo es um Serienbriefe geht, das finde ich schlecht gewählt, aber sinngemäß kommt das dabei raus. Das heißt, in dem Moment, wo ich so einer Situation wie dieser hier gegenüberstehe, wir alle kennen das, es wird mir was vorgeschlagen, was ich kaufen kann. Es hat vielleicht sogar noch was mit dem Ort zu tun, an dem ich mich gerade befinde. Und dann kann ich mir einfach Fragen stellen. Und anhand der Fragen, die ich dann da möglicherweise beantworten kann, kann ich eben selber auch für mich eine gewisse Selbstwirksamkeit und Mündigkeit feststellen. Das heißt, wenn ich weiß, welche Daten eigentlich wo werden eigentlich wohin, auf welchen Wegen übertragen oder welchen Zweck erfüllt eigentlich dieser Algorithmus, welche Interessen stecken möglicherweise dahinter, welche Annahmen werden eigentlich von wem überhaupt über mich angestellt, welchen Spielraum habe ich dann noch, welchen Nutzen, welche Nachteile habe ich, aber auch natürlich, wie kann ich eigentlich selber so ein, weiß nicht, Amazon zum Beispiel programmieren. Was passiert denn da eigentlich sozusagen, wie geht das eigentlich? Ist das, oder kann ich ganz schnell eine App erfinden, mit der ich ganz doll reich werde zum Beispiel? Und entlang dieser drei, das sind eigentlich so Fragen aus drei Richtungen, nämlich wie benutze ich es, wie funktioniert es und was ist sozusagen, wie und warum wirkt das eigentlich, kann man eigentlich auch die KMK-Kompetenzen, die Kultusministerkonferenz 2016 beschlossen hat, eigentlich auch ein bisschen gruppieren. Das heißt, ich soll in der Lage sein, mich selber zu schützen, Risiken und Gefahren, Strategien zu entwickeln, auch für Datensicherheiten, ein bestimmtes Bewusstsein entwickeln. Algorithmen natürlich auch nicht nur selbst formulieren, sondern auch welche erkennen können und vieles andere mehr. Das sind beschlossene Kompetenzen 2016 von allen Bundesländern. Das heißt, die Länder haben sich verpflichtet, dafür zu sorgen, dass alle Kinder und Jugendlichen, diese 61 sind es insgesamt, das sind jetzt ja nur ein paar, aber die meisten von ihnen werden das sowieso kennen, dass alle Kinder und Jugendlichen zum Ende der Pflichtschulzeit diese haben sollen. Und die große Frage, die sich natürlich stellt, wie kann das gehen? Und eine Möglichkeit, das eben umzusetzen, und wie ich finde, auch die beste Möglichkeit, das umzusetzen, ist das Schulfach Informatik. Wir haben, dazu habe ich jetzt keine Folie gemacht, wir haben mal alle Curricula in Niedersachsen angeschaut und überlegt, welche Kompetenzen sind eigentlich jetzt von dieser Bundesministerkonferenz beschlossenen Kompetenzen schon enthalten und sind ungefähr dabei rausgekommen, ja, ein Drittel ist ungefähr schon da, ein Drittel könnte man vielleicht noch ein bisschen in das eine oder andere Fach reinschreiben, aber es bleibt mindestens ein Drittel über, was eigentlich zu keinem anderen Fach gut passt, außer der Informatik. Und diese Überlegungen, was gehört eigentlich wohin, hat zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern relativ früh in Angriff genommen und dort auch dann beschlossen, ein Schulfach namens Informatik und Medien oder Medien und Informatik, Medienbildung und Informatik einzuführen, durchgängig von Klasse 5 bis 10. Und deswegen ist es das Land, was am meisten Informatikunterricht im Moment in Deutschland hat. Und der Informatikmonitor ist eine Studie, die eben in Rostock, also nicht so ganz zufällig, Rostock ist hier, glaube ich,
angelegt wurde, um mal zu gucken, wie ist es in dem Rest der Welt oder im Rest von Deutschland. Dort hat sich jemand die Arbeit gemacht, alle Bundesländer anzugucken und zu schauen, welchen Zustand hat eigentlich das Schulfach Informatik. Und wir sehen hier also ein bisschen natürlich in so einer Ampellogik, dunkelgrün ist sozusagen sehr durchgängig ab Klasse 5. So mittelgrün ist für die meisten Jahrgänge in der Sekundarstufe 1, ist also in erster Linie jetzt hier Sachsen, also von Klasse 7 bis 10. Und dann gibt es noch andere, die in weniger als der Hälfte der Stunden der Jahrgänge in der Sekundarstufe 1 Informatik verpflichtend für alle Kinder haben. Jetzt kommen schon im Chat diverse Dinge sozusagen. Bei uns im Land ist es aber anders. Jetzt kommen wir gleich noch zu weiteren Errungenschaften oder weiteren Dingen. Es ist nämlich so, sozusagen in der Ampellogik sind eben auch noch Dinge drin. Das Grün bedeutet tatsächlich, dass es Pflichten für alle Kinder des Bundeslandes, egal unabhängig für welcher Schulform, ist auch und eben nicht nur zur Wahl steht, sondern eben verpflichtend auch umgesetzt wird. So orange bedeutet, dass es wählbar ist, also in den meisten oder allen Jahrgangsstufen. Und dunkelorange ist, dass es so ein sehr eingeschränktes Wahlangebot gibt. Und rot bedeutet, dass es in der Sekundarstufe 1 nicht zu wählen geht und auch keinen Lehrplan dazu gibt. Und im Saarland zum Beispiel ist gestreift hier in dieser Folie, weil es dort zu dem Zeitpunkt, als die Studie erstellt wurde, das Land behauptet hat, es gibt ein paar Schulen, die das auch verpflichtend machen. Das stimmte auch, es sind aber irgendwie nur zwei oder drei. Und deswegen hat man das in dem Update jetzt jetzt von 2022 dann wieder in so ein Orange verfrachtet. Wir haben zu dem Mal davor, sozusagen in der Aktualisierung 2022, sind verschiedene Dinge noch da, haben sich geändert. Eine Sache, das Saarland habe ich gerade schon erwähnt. Es hat sich aber in erster Linie auch Nordrhein-Westfalen geändert. Ich hatte schon das Hellgrün versucht, ein bisschen zu erklären. Das bedeutet, dass es wenige Jahrgänge in der Sekundarstufe 1 dann aber für alle Kinder und Jugendlichen dort betrifft. Insofern ist es in Bayern in Klasse 6 innerhalb des Schulfaches Natur und Technik ist mindestens ein Teil Informatik für alle enthalten. In den oberen Jahrgängen spaltet sich das dann nochmal auf. Das hängt dann davon ab, ob man zum Beispiel in einem naturwissenschaftlichen Gymnasium ist oder nicht. Aber da ist es dann eben dann nur für die, die in dieser Schulform sind verpflichtend und eben für die anderen nicht. Deswegen zählt sozusagen eigentlich nur die Klasse 6 dort. Baden-Württemberg hat für alle in Klasse 7 eine Unterrichtsstunde, aber leider eben nur in Klasse 7 und danach entsprechende Wahlbereiche. Und Nordrhein-Westfalen hat jetzt zu dem gerade geendeten Schuljahr in Klasse 5 und 6 eine Unterrichtsstunde eingeführt. Und jetzt muss man überlegen, was passiert eigentlich in Zukunft. Wir wissen natürlich auch schon von bestimmten Ankündigungen der Bundesländer, dass sich auch dort was ändert. Wir haben sozusagen von oben angefangen. Schleswig-Holstein hat ja gestern, glaube ich, den Koalitionsvertrag unterschrieben und dort unter anderem steht das Schulfach Informatik für Klasse 7 und 8 drin. Niedersachsen hat das schon eine ganze Weile angekündigt und beginnt jetzt auch in der Umsetzung für erstmal 50 Schulen ab jetzt kommenden Schuljahr und dann ein Jahr später müssen es dann alle machen in Klasse 9 und 10. Erst in 10, dann in 9 und 10. Nordrhein-Westfalen habe ich schon erzählt. Jetzt sind hier noch so ein paar Sachen auch so komisch angemalt, nämlich das sind dann Ankündigungen. Wir haben eine Ankündigung von Thüringen, die im Prinzip eigentlich das so machen wollen wie Mecklenburg-Vorpommern. Aber es erstmal als Modellversuch, glaube ich, so ganz ist das, glaube ich, noch nicht so ganz raus, umsetzen wollen. Es wird dann wahrscheinlich so was Gestreiftes.
Und das Saarland hat angekündigt, dass das Durchgehen von Klasse 7 dann aber zweistündig das Schulfach Informatik einführen möchte, sodass wir sozusagen mit diesen in den meisten Jahrgängen oder in den meisten Stunden sozusagen dann wahrscheinlich im Saarland auch auf so ein Dunkelgrün kommen würden. Und dann gibt es noch ein paar Bundesländer, wo so ein bisschen was im Busch ist, sozusagen natürlich nicht nur auf der inoffiziellen Ebene. Das werde ich jetzt heute nicht ausplaudern, sondern man kann so ein bisschen was erkennen, nämlich wenn die Lehrkräfte in den Ländern angefangen wird, die Informatik-Lehrkräftebildung hochzufahren, dann scheint da irgendwas zu passieren. Und da gibt es zumindest zwei Länder, die mir bekannt sind. In Bremen steht im Koalitionsvertrag eine Professur und auch die Lehrerbildung für Informatik drin. Die ist aber noch nicht in den Haushalt eingestellt. Da weiß man also noch nicht so richtig, was da passiert. Es gab aber auch dazu gerade eine Anfrage in der Bürgerschaft. Und in Hessen wird auch zum 1.8. die Weiterqualifizierungsmaßnahmen eingeführt, die zumindest auch vielleicht ein kleiner Hinweis sind darauf, dass da irgendwas noch passiert. So, das sind erstmal so die Überlegungen. Und die Frage ist, wer soll das dann natürlich unterrichten? Wir haben ja in den aller Regel in kaum einem Land ausreichend Informatiklehrkräfte, also in gar keinem. Wir haben natürlich, weil es eben kein Pflichtfach war in den meisten Bundesländern, eben auch nicht so sehr einen großen Zulauf in den Studiengängen. Wir haben an ungefähr 40 Orten in Deutschland kann man das studieren. Wir haben aber nur, je nachdem, wie man es zählt, sagen wir mal so grob über den Daumen 25 Professuren für Didaktik der Informatik. Das ist aber, wenn man es zum Beispiel mit Mathe vergleicht, ist das ein Faktor 10 mindestens weniger. Wir brauchen vielleicht auch nicht so viele wie Mathelehrer, aber so, es ist zumindest ein Problem, dass wir nicht so viele Lehrkräfte haben. Und dass Informatik in die Schule gehört, das war mir und vielen anderen natürlich auch 2014 schon klar, und dass genau das ein Problem ist, sozusagen, ja, es gibt viele, die fanden, dass das wichtig ist. Auch in Schulen wollten auch gerne helfen, zum Beispiel Unternehmensvertreterinnen und Unternehmensvertreter, die mit engagierten Lehrkräften zum Beispiel der Biologie oder so irgendwas machen wollten. Aber das Problem war da, ja, wie soll es denn gehen? Wir wissen, dass es relevant ist, aber wir wissen dann ja noch lange nicht, wie man da einen tollen Unterricht draus macht. Und genau in dieser Lücke wurde ich angerufen, oder ich wurde angerufen, genau diese Lücke zu füllen und eben ein Unterrichtsmaterialpaket zu entwickeln, was tatsächlich sozusagen einen tollen Unterricht produziert, ohne dass man fertig ausgebildete Lehrkräfte hat. Ne? Natürlich Menschen, die auch unterrichten können, also pädagogisch Gebildete bräuchte man schon, und auch vielleicht auf der anderen Seite vielleicht den einen oder anderen Unternehmensvertreter, der ein bisschen was berichten kann, was IT jetzt gerade in seinem oder ihrem Unternehmen für eine Rolle spielt, um das Ganze auch anzureichern. Aber im Prinzip war das die Ausgangslage. Und deswegen heißt IT to School auch gemeinsam IT entdecken, weil es tatsächlich die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit den Lehrkräften meint und nicht nur mit den Schülerinnen und Schülern. Wir haben ganz viel Unterrichtsmaterial entwickelt, was vor allen Dingen zunächst einmal dafür auch gedacht war, auch in anderen Fächern eingesetzt zu werden, mal für die eine oder andere Stunde. Wir haben aber auch von Anfang an natürlich bewusst, dass es unterschiedlich motivierte Lehrkräfte gibt, in dem Sinne, dass sie unterschiedliche Dinge damit vorhaben. Und deswegen haben wir ja, so ein Modulkonzept gebaut, dass wir ganz, ganz verschiedene Bedürfnisse erfüllen damit. Das sind Module enthalten, die sich nur bestimmten Themen widmen. Es sind Module enthalten, die aber vielleicht auch methodisch ganz anders sind als andere Module. Wir haben welche, die sind sehr offen gestaltet, eher so für einen projektartigen Unterricht. Wir haben aber auch welche, die eher so geführt von einem Arbeitsblatt zum nächsten und dann eben vielleicht auch noch komplett ohne Technik funktionieren. Und so ergibt es sich, dass die klassischen IT-to-School-Module, so nenne ich die jetzt mal zur Unterscheidung zu den neuen, die ich auch gleich noch erzähle, dass wir erstmal so Basismodule haben. Das heißt, wir haben 8 Module, die eigentlich unabhängig voneinander benutzt werden können, auch in der unterschiedlichsten Reihenfolge. Natürlich gibt es in der Einleitung von IT to School auch Vorschläge, was
so sinnvolle Reihenfolgen wären, aber man muss halt nicht bei eins anfangen. Aber natürlich kann man ein, zwei, drei, vier unterrichten am Stück und dann erst überlegen, wie es weitergeht. Man kann aber auch hinten anfangen, man kann mit acht anfangen. Das ist völlig egal. Kommt aber darauf an, was man als Lehrkraft so möchte und was man eben auch mit den Schülerinnen und Schülern für ein Setting hat. Bin ich jetzt im Pflichtunterricht oder bin ich in einer Projektwoche zum Beispiel? Das macht ja einen Riesenunterschied. Und dann gibt es auch noch Aufbaumodule, wo empfohlen ist, dass die erst nach dem einen, also nicht alle Basismodule muss man dafür gemacht haben, aber zum Beispiel Mobilfunk zu machen, wäre schon ganz gut, dass man zum Beispiel das Blinzeln gemacht hat und vielleicht noch, wie das Internet funktioniert, dass man da so ein bisschen anschlussfähig ist zu Auswertung von Vorratsdaten, Speicherungsdaten übrigens echten, wir haben einen echten Datensatz von jemandem bekommen, der uns den zur Verfügung gestellt hat, von seinen ganzen Mobilfunkdaten, die wir dann auswerten können, wo man herausfinden kann, wo der gewohnt hat oder wo sein Lieblingsbäcker war. Also er ist jetzt, wohnt da nicht mehr, deswegen dürfen wir das auch. Und es gibt natürlich noch Erweiterungsmodule und Methodenmodule. Und wir haben deswegen klassisch und neue Module. Die neuen Module sind die KI-Module. Dort geht es am Anfang auch erstmal darum, dass sie sehr unterschiedlich gestaltet sind. Wir haben also Module, die auch komplett ohne Technik funktionieren. Das sind in erster Linie die Basismodule 1 und 2, aber auch 3. Die kann man weitgehend ohne Technik benutzen. Es gibt auch immer bei jedem dieser Module auch eine Option, das auch digital noch anzureichern, wenn man das möchte. Die sind ja auch durchaus in der Pandemie entstanden und haben deswegen auch natürlicherweise solche Elemente bis hin dann zu Aufbaumodulen, die man tatsächlich eben auch erst machen sollte, wenn man vielleicht die anderen, zumindest B3 bräuchte man für die Aufbaumodule alle. Und was hat das jetzt mit den Curricula zu tun? Das will ich auch ein bisschen natürlich jetzt noch erläutern. Wir wissen ja, es gibt die Länderhoheit, das heißt, jedes Bundesland schreibt seinen eigenen Lehrplan. Es gibt auch keine Bildungsstandards bei der KMK für Informatik, wo sich alle dran orientieren müssen. Die gibt es nicht. Deswegen kann im Prinzip jedes Schulfach oder jedes Land wirklich auch komplett einen anderen Lehrplan schreiben. Glücklicherweise ist das nicht der Fall. Wir haben eigentlich, wir sind noch dabei, das zu analysieren. Also ich habe jemanden damit beauftragt, der wirklich bis ins Detail mal genau reinguckt, was ist denn wirklich in jedem Lehrplan drin. Aber selbst wenn man nur die Überschriften anguckt, stellt man schon eigentlich Gemeinsamkeiten fest. Ich fange mal an mit Baden-Württemberg, weil das so ein bisschen der Kernlehrplan vielleicht ist, weil es nur für eine Klasse ist, nur für Klasse 7. Und man dort natürlich versucht hat, wirklich den Kern herauszuschälen, ohne den es nicht geht. Und das ist einmal, sind dann drei Themen dabei rausgekommen, nämlich Daten und Codierung, also man könnte auch sagen Digitalisierung, Algorithmen oder Automatisierung und Rechner und Netz, also Vernetzung. Denn Digitalisierung, Automatisierung, Vernetzung, sozusagen Eingabe, Verarbeitung und hinaus in die Welt und wieder zurück, ist im Prinzip auch, sind genau die drei Grundbausteine eben auch der Informatik, die Grundprinzipien. Es gibt natürlich noch ein paar mehr, aber das ohne die geht es tatsächlich nicht. Und wenn man da dann in den Lehrplan schaut, dann stellt man fest, natürlich gibt es auch Module, die genau dann auch dazu passen. Also zu Daten und Codierung zum Beispiel haben wir ein Modul, was sich Codes im Supermarkt widmet. Da haben wir dann zum Beispiel gehen wir der Frage nach, was passiert, wenn ich hier so ein kleines Nutella-Gläschen ist das jetzt hier über die Kasse ziehe. Muss man sich dann fragen, ist das vielleicht ein echtes oder ist das ein Spielzeug? In dem Fall ist es ein echtes. aber man kann auch natürlich ein Spielzeugfigur nehmen und das über den Scanner bei dem nächsten Supermarkt rüberziehen und dann sich fragen, ja, wo ist da eigentlich, was für eine Daten sind da eigentlich drin? Wie funktioniert das eigentlich? Und da findet man eben im Lehrplan zum Beispiel sowas wie Begriffe Fehlerkorrektur, Fehlererkennung erklären und zuordnen, zum Beispiel eine gezerkratzte CD oder ein unlesbarer Barcode. Und dass wir da dann tatsächlich genau diesen Bezug auch herstellen und genau das tatsächlich auch in den Unterrichtsmaterialien von IT2School enthalten ist. Und so ähnlich kann man das eben dann auch mit anderen Modulen feststellen, dass sozusagen
auch was zum Implementieren. Dass wir natürlich auch, wir haben einige Module, wo auch programmiert wird, das habe ich eben gerade nicht erzählt, sondern sozusagen das Programmieren mit Scratch, was funktioniert. Ich habe hier mal sozusagen ein bisschen Material, sozusagen in dem Fall habe ich noch eine Version mit zwei Würfeln, wo dann Abläufe in einer grafischen Programmiersprache implementiert werden und dann so Codebausteine zusammengesetzt werden. Und zum Beispiel in diesem Material geht es darum, dass man einfach das würfelt und dann sich überlegt, okay, ich habe jetzt diese Bausteine, die erstmal zu finden und die in irgendeine sinnvolle Reihenfolge zu bringen. Das wäre dann zum Beispiel auch etwas, was direkt anschlussfähig ist an diesen Lehrplan. Abgesehen davon sind alle Lehrpläne in der Sekundarstufe 1 in Deutschland irgendwie anschlussfähig zu Scratch und Programmieren. Es gibt also keinen Lehrplan, der das nicht zulässt. Und auch mit Informationsdarstellung, nicht zwingend genau das Wort Barcode kommt vor, aber an vielen Stellen sozusagen wie Informationen überhaupt dargestellt und transportiert wird, das kommt auch in den allermeisten drin vor. Dann gibt es noch zum Beispiel Unterprogramme zu verwenden oder Programmcode zu strukturieren oder logische Verknüpfungen und Schleifen und Verzweigungen zu verwenden. Das muss man nicht zwingend zum Beispiel mit Scratch machen. Man kann das auch mit Blockscatt machen und mit Blockscatt dann zum Beispiel 3D-Objekte erstellen. Also geht es auch ums Modellieren von Formen, sozusagen, dass Informationen jetzt mal nicht dargestellt wird, nur um Abläufe zu darzustellen, sondern dass man auch zum Beispiel 3D-Formen damit programmieren kann, wenn man so will. Das hier ist zum Beispiel mein Stiftehalter, ist genau mit Blockscatt gemacht. Und wenn man jetzt zu Hause keinen 3D-Drucker hat, haben wir die meisten auch nicht zu Hause, ich zum Beispiel auch nicht, dann kann man auch zum Beispiel mit so einem Merge Cube, das geht auch tatsächlich mit so einem zerknautschten Papier, Merge Cube, dann eben mit ein bisschen mit Augmented Reality die 3D-Objekte anschauen. Das ist auch mal was anderes und erfüllt auch ganz viele von diesen Kriterien aus den Lehrplänen. Dann haben wir noch Rechner und Netze als Grundelement, was in vielen Lehrplänen oder was zum Glück immer mehr Lehrplänen vorkommt, aber nicht in allen, wo es einfach darum geht, dass man versteht, wie das Internet funktioniert. Die also zum Beispiel eine Webseite von A nach B kommt und dazu haben wir so ein Unterrichtsmaterial entwickelt, was eben in so einem Rollenspiel schon ab Klasse 3 oder 4 gut funktioniert, was wir auch wirklich x-mal durchgeführt haben, genauso wie die anderen Sachen natürlich auch, wo wir dann hier mal so ein bisschen in der Kiste die so eine kleine Webseite dann eben von A nach B transportiert wird und man das dann einmal sozusagen mit den Pappfiguren macht und einmal auch als Mensch eine von diesen Rollen als Router oder DNS und so weiter übernimmt. Und damit eben auch eben diese Kompetenzen, wie das Internet aufgebaut wird und so weiter erfüllt. Und diese Elemente findet man dann auch in vielen anderen Ländern, in vielen anderen Bundesländern in den Curricula wieder, zum Beispiel auch in dem von Niedersachsen. Da ist das Curriculum ein bisschen älter, es ist schon von 2014, ist aber immer noch die Grundlage für das Pflichtfach in Klasse 9 und 10. Es gibt dann meine Empfehlung für eine Auswahl von diesen Themen, dass dann sozusagen es gibt in diesem Lehrplan Basis, Vertiefung und Erweiterung, dass man so mindestens an der Basis in den zwei Jahrgängen vorbeikommen sollte. Und auch da geht es darum, wie das Internet funktioniert. Da steht sogar explizit mit Client, Server, Router, DNS und so weiter drin. Da steht auch was drin zur Verschlüsselung zum Beispiel, Transposition, symmetrische Verschlüsselungsverfahren wie CESA. Ne? Und das A ist dann in Modul B1, wo es ums Blinzeln und Verschlüsseln geht, wie man überhaupt Informationen überträgt, ist dort dann enthalten, überhaupt zwischen Informationen und ihrer Repräsentation durch Daten zum Beispiel zu unterscheiden. Auch das kann man natürlich auch mit Barcodes und QR-Codes machen. Und so ähnlich ist es auch in Nordrhein-Westfalen. Der Lehrplan ist ganz frisch, der ist von 2021. Und dort finden sich ähnliche Schwerpunkte wieder, also auch Informationen und Daten, wo man wieder zu Modul B1 zum Beispiel greifen kann, aber auch B3. Und dort eben auch sozusagen in Verbindung mit noch einem Kompetenzbereich zur Informatik, Mensch und Gesellschaft, wo es natürlich auch um Verschlüsselung geht, aber auch
um ein Datenbewusstsein. Natürlich ist Algorithmen auch enthalten und als besonderes Element in Nordrhein-Westfalen, was bis jetzt kein anderes Bundesland hat, ist dort auch künstliche Intelligenz tatsächlich in Klasse 5 und 6 enthalten. Muss man sich natürlich fragen, wie kann man in Klasse 5 und 6 eigentlich künstliche Intelligenz unterrichten? Da kann man sagen, ja, das geht. Wir haben zum Beispiel, das geht zum Beispiel mit unseren KI-Modulen. Ich habe hier mal das Modul K1 mitgebracht. Das ist, wenn Sie sich das bestellen, sozusagen, bei der Wissensfabrik, dann ist das so ein Riesen. Ich habe das auch absichtlich mal nicht auf eine Folie getan, damit man mal sieht, wie groß das ist. Das ist so ein Wimmelbild, das kann man in der Klasse aufhängen und sich dann gemeinsam fragen, wo ist hier eigentlich die KI versteckt? Und da wird ein gemeinsames Verständnis vor allen Dingen erzeugen, weil diese, wo ist die KI versteckt? Da gibt es nicht eine richtige oder eine falsche Lösung, sondern man kann damit ins Gespräch kommen, was man selbst eigentlich als künstliche Intelligenz oder Automatisierung überhaupt wahrnimmt. Und auch die anderen Module zu Schlag den Roboter und so weiter, wie ob jetzt ein Äffchen beißt zum Beispiel oder nicht, kann man dort auch so ein kleines Schachspiel kann man dort ein bisschen nachvollziehen und damit auch mit so Entscheidungsbäumen schon ja, verstehen, grob verstehen, wie so eine KI eigentlich arbeitet. Dann das nächste Bundesland sozusagen ich weiß gar nicht mehr, wo ich das so sortiert habe. Ich glaube, nach Einführung des Pflichtfachs oder so ähnlich, also Schleswig-Holstein, fängt dann auch demnächst an. Ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, also nicht im kommenden Schuljahr, sondern ich glaube, ein später. Die haben auch im Prinzip genau diese Bereiche, die haben Daten und Informationen, Informatiksysteme, Algorithmen, Programmieren und Netzwerke, wobei manchmal in einigen anderen Ländern sind Informatiksysteme und Netze ein Block. Hier sind es zwei verschiedene und das Ganze dann noch ja, gerahmt mit IT-Sicherheit und Informatik, Mensch und Gesellschaft, wobei das natürlich eigentlich, wenn man mal streng genommen sieht, das nicht wirklich zu trennen ist, denn die Sicherheit spielt natürlich ganz häufig in dem Bereich Informatik, Mensch und Gesellschaft eine Rolle. Auch da können wir sehen, dass eben auch viele der IT-to-School-Module da zu passen. Und dann noch erstmal sozusagen von meiner Liste, last but not least, mal ein Wahlfach, also sozusagen aus einem Land, wo es noch kein Pflichtfach ist, wo aber durchaus an vielen Stellen Wahlfächer eingeführt sind. Und auch da kann man sehen, dass sowas wie binäre Darstellung von Bildern, zum Beispiel wie im Modul B1, wo es darum geht, wie man jetzt ein Bild, ne, kann man auch ein Bild blinzeln, also ich kann Nachrichten blinzeln, aber kann ich auch Bilder blinzeln? Die Antwort ist ja, kann ich, aber wie? Ihr Kopf führt dann eben zu so einer Pixeldarstellung und wie das dann gespeichert wird. Daraus kann man natürlich dann auch auf die Größe des Speicherbedarfs zum Beispiel schließen und vieles andere mehr, aber auch zum Beispiel Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe, eigene Problemlösungen zu gestalten, mit Hilfe von so einem Calliope Mini zum Beispiel, dass man auch gesellschaftlich relevante Dinge entwickelt. Wie zum Beispiel, wir haben so ein Arbeitsblatt, wo Hanna muss ins Krankenhaus und was könnte sie brauchen? Naja, sie könnte Dinge brauchen, die sie ein bisschen ablenken, also ein kleines Spiel oder auch sowas wie eine Alarmanlage sozusagen, dass der Rucksack, den sie da vielleicht hat, dann irgendwie anfängt zu piepen, wenn es irgendwie bewegt wird, so eine Erschütterung dann vielleicht zurückmeldet. Und natürlich auch sowas, wie das Internet funktioniert, also einfach Kommunikationsvorgänge experimentell durchführen, Morsen, Lichtsignale und vieles optische Telegrafie. Also das ist wirklich sehr eng, witzigerweise an dem IT-to-School-Modul. Das haben wir da in B1 fast alles drin. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, ich habe eingangs gesagt, es gibt keine bundesweiten Standards dafür. Das stimmt auch, aber es gibt etwas, das die Gesellschaft für Informatik als Bildungsstandards bezeichnet.
Ich gehöre auch zum Präsidium der Gesellschaft für Informatik. Das habe ich am Anfang nicht erzählt. Ich stand aber auf den Folien und bin dementsprechend in vielen Gremien, wo wir auch häufig sowas entwickeln und beschließen. Und die sogenannten Bildungsstandards Informatik, Physik und Sekundarstufe 1 der Gesellschaft für Informatik, die existieren schon recht lange, nämlich seit 2008. Und an denen versuchen sich hoffentlich auch die meisten Bundesländer dann, wenn sie dann neue Lehrpläne schreiben, dann auch daran zu orientieren. Und das sieht man eben auch sozusagen, es gibt Prozessbereiche und Inhaltsbereiche, und da sehen wir eben auch, es geht um Informationen und Daten, Algorithmen, Sprachenautomaten, Informatiksysteme und Informatik Mensch und Gesellschaft. Und da haben wir viele von den Begriffen, die wir gerade gehört haben, die in verschiedenen Bundesländern in den Lehrplänen stehen, sozusagen kommen hier auch schon drin vor. Aber nicht nur da drin vor, sondern es gibt seit ganz kurzem auch eine europäische Empfehlung für so einen Rahmen, nicht sozusagen einen Lehrplan, den man in die jeweilige Sprache übersetzen soll, sondern einen Rahmen, wenn man ein neues Curriculum baut, den man sich dann vornehmen kann. Und den hat das sogenannte Informatics for All Konsortium entwickelt. Das ist ein Verband von Dachverbänden, könnte man sagen, weil die ganzen Informatikgesellschaften in Europa wieder unterschiedlich organisiert sind, und die haben dann da Entsandte hingeschickt in so eine sogenannte Group of Eight. Und ich hatte das Glück, dort Deutschland zu vertreten. Und wir haben wirklich 2 Jahre lange daran gearbeitet, um zusammen über die verschiedensten Länder auf den grünen Zweig zu kommen. Und ich muss sagen, man erkennt ja einen Kompromiss daran, dass eigentlich niemand damit zufrieden ist. Es gilt hier im Besonderen. Also wir sind alle sehr stolz auf das Ding, aber wir haben alle immer noch an der einen oder anderen Stelle was zu meckern. Aber es hat auch positive Wirkung schon entfaltet. Es wurde nämlich der EU-Kommission vorgestellt, und sie fanden das ganz toll, und sie haben sich auf jeden Fall jetzt auf den Weg gemacht und nennen es Schulfach jetzt Informatics. Das sagen, weil wir jetzt damit auch aufgeräumt haben, ja, wie heißt es denn? Und da gibt es auch Kernthemen, die Konsens waren, dass sie in so ein Curriculum hineingehören. Und auch Überraschung, so viel unterscheidet sich das gar nicht von dem, was wir eben gerade schon gesehen haben. Und hier habe ich nochmal so ein bisschen kleine Post-its dran gemacht, was ich glaube, welches Modul ungefähr wo drauf einzahlt, also Daten und Informationen ist B1 und B3. Algorithmen und Programmieren ist eben B5 und B6, das ist das Scratch-Programmieren, aber auch der besondere Anschluss oder Calliope Mini oder eben dann auch V2 ist es, glaube ich, nicht. Das ist Krypto, habe ich ver das ist V3, das Programmieren, Informatiksysteme, Netzwerke und so weiter und so fort. Also auch da kann man sich noch mal ein bisschen orientieren, und auch da kommen ein bisschen KI-Module drin vor. Denn wir haben, wie gesagt, wir können, das hat Erich Kästner schon festgestellt, wir können die Kinder nur dann vernünftig erziehen, wenn wir die Lehrer vernünftig erziehen. Aber es muss nicht zwingend natürlich vorher sein. Wir können es sozusagen mithilfe dieses Materials hoffentlich auch den Lehrkräften etwas an die Hand geben, dass sich zumindest für den ersten An Aufschlag die Lehrkräfte dann auch trauen, guten Informatikunterricht zu machen. Wer sozusagen unabhängig von IT-School noch ein bisschen was zum Lesen haben möchte, empfehle ich eigentlich immer diese beiden Bücher, nämlich das Mehr als 0 und 1, wo Beat Düblyoniger dieses Informatik in diesen großen Block digitale Bildung einordnet. Und wenn man da gar keine Zeit hat zu lesen, dann lesen Sie den Anhang. Da geht es nämlich um Gesetze des Digitalen und Argumente gegen das Digitale in der Schule. Das finde ich sehr kurzweilig zu lesen, sehr informativ. Und das Informatik Macchiato, was nochmal so ein bisschen auch, ja, ein bisschen auf Comic-Art die Grundprinzipien der Digitalisierung, die in den verschiedensten Modulen enthalten sind, dann nochmal ein bisschen anders darstellt, so als Hintergrundwissen. Ja, an der Stelle bedanke ich mich ganz herzlich und stoppe zumindest meine Aufzeichnung.